Nächster Redner ist Markus Kotzer, er ist Sozial- und Arbeitssprecher von den Grünen. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte Damen und Herren auf der Ministerinnenbank, sehr verehrte Zuseherinnen zu Hause, liebe Kolleginnen bei MAN. Die MAN-Belegschaft hat gegen das Übernahmeangebot von Wolf gestimmt. Fast zwei Drittel der Belegschaft waren dagegen. Diesem Votum ist zuallererst einmal Respekt zu zollen. Und es ist in Wirklichkeit auch nicht überraschend. Denn was war dieses Konzept? Dieses Konzept sah einerseits eine deutliche Reduktion der Belegschaft vor, einen Einkommensverlust von 15%, keinerlei Beschäftigungsgarantie und in Wirklichkeit eine starke Abhängigkeit vom russischen Markt. Ein Konzept, das natürlich im Falle von weiteren Verschärfungen von Sanktionen der USA oder der Europäischen Union gegenüber Russland MAN Steyr in eine weitere nächste schwere Krise manövriert hätte. Und vor diesem Hintergrund erscheint das Abstimmungsverhalten der Arbeitnehmerinnen in Steyr weit weniger irrational, sondern viel nachvollziehbar, als es manche uns weismachen wollen. Unverständlich ist dieses Abstimmungsergebnis auf jeden Fall nicht. Und die Belegschaft in Steyr, die Belegschaft bei MAN Steyr, hat für diese Entscheidung nicht nur unser Verständnis, sondern auch die Solidarität verdient. Weil eine Belegschaft vor vollendete Tatsachen zu stellen, sie darüber abstimmen zu lassen, ohne jeweils ernsthaft den Dialog mit ihnen gesucht zu haben, geschweige denn den Betriebsrat in Entscheidungen mit eingebunden zu haben, das geht sich einfach in einer modernen Gesellschaft nicht mehr aus. Und sehr verehrte Damen und Herren, ich war am 12. März mit meiner Kollegin Uli Schwarz von den oberösterreichischen Grünen beim MAN-Betriebsrat. Und ich habe da den Betriebsrat erlebt, der sehr reflektiert war, der sehr ernsthaft und gewissenhaft sich mit der Zukunft von MAN in Steyr auseinandergesetzt hat und der auch selber gewusst hat, dass es so nicht mehr weitergehen kann, dass die Form der Mobilität, die Form dieser Fahrzeugproduktion ökologisiert werden muss, dass es kein Weiter wie bisher geben kann. Und es hat auch bei weitem nicht nur dieses eine Übernahmeangebot gegeben, es hat auch andere Angebote gegeben. Und dass diese nicht geprüft worden sind, halte ich für einen schweren Fehler. Siegfried Wolf war nicht alternativlos, es hat Alternativen gegeben und es wäre meiner Meinung nach jetzt die Aufgabe von allen Stakeholdern, von der Landes-, der Bundespolitik, den Sozialpartnern, möglichst rasch wieder MAN an den Verhandlungstisch zurückzubringen, um diese Alternativangebote zu prüfen und eine Schließung des Produktionsstandorts zu verhindern. Und es geht darum, diese Angebote gemeinsam mit der Belegschaft zu prüfen. Es geht um 6.000 bis 8.000 Arbeitsplätze von MAN selber in der Region, in den Zulieferbetrieben. Und es geht letztlich auch nicht nur um MAN, es geht letztlich überhaupt um die Zukunft der automotiven Industrie in diesem Land. Denn MAN wird nicht der letzte Fall gewesen sein, da müssen wir uns nichts vormachen. Wir stehen in der Automobilindustrie vor einem großen Transformationsprozess, weg von der fossilen Mobilität hin zur klimaneutralen, zur ökologischen Mobilität. Und dieser muss begleitet, gesteuert und gestaltet werden. Und das ist eine der großen Herausforderungen für die Zukunft. Und jetzt komme ich zu der Frage der öffentlichen Beteiligungen. Und ich möchte aufrufen, bitte, zu einer Debatte, die bei weitem nicht so ideologisch überladen, überfrachtet ist, wie sich immer wieder darstellt, gerade in Österreich. Eine Staat versus Markt, Staat versus Privatdichotomie dazu konstruieren, halte ich in einem Land, wo in Wirklichkeit jeder Infrastrukturkonzern, jedes Energieunternehmen und viele andere Bereiche öffentliche Beteiligungen haben, nämlich aus strategischen Überlegungen, aus wirtschaftspolitischen Überlegungen und beschäftigungspolitischen Überlegungen, für reichlich absurd. Es tut mir leid. Wir müssen einfach, um Nachfolgeprojekte für MAN realistisch werden zu lassen. Und es geht nicht darum, sie irgendwo zu beteiligen an MAN, das wäre ja absurd. Es geht darum, wenn es tragfähige, zukunftsfähige Projekte gibt, die den Standort dort schützen, die Beschäftigung dort schützen und die nachhaltig Jobs schützen und Zukunft geben, dass sich dann auch sehr wohl die öffentliche Hand überlegen sollte, hier mit beteiligt zu sein. Ich möchte daran erinnern,
Das ist kein Unikum, das ist nicht Retro, das ist nicht alt. Alfa Romeo, Citroën, Opel, VW, MAN haben etwas gemeinsam. Sie gehören alle zu Konzernen mit öffentlicher Beteiligung. Es geht um Ernsthaftigkeit, es geht um Ernsthaftigkeit der Debatte. Es geht ein kategorisches Nein abzulehnen. Und es geht darum, gemeinsam Land, Bund, Belegschaft plus Sozialpartner bestmögliche nachhaltige Lösungen für den Standort MAN, für die Beschäftigten dort zu finden. Das haben sich die Beschäftigten dort verdient, das haben sich die Angehörigen verdient und die Region. Danke. Siegfried Wolf sei nicht der einzige Bieter für das MAN-Werk gewesen, betont Markus Kotzer, Sozialsprecher der Grünen. Es hätte Alternativen zu ihm gegeben, diese müssten jetzt auf den Tisch, um eine Schließung zu verhindern, sagt er.